mach dich jetzt bereit. Großartige, wundervolle, energetische Reinigungsarbeit zu leisten. Für deine Beziehungen. Mit Hilfe der Kraft der liegenden Acht und der reinigenden Kraft des violetten Feuers. Mach dir nochmals bewusst, dass es um Reinigung und Befreiung des Beziehungsraumes geht. Es geht nicht um Manipulation eines anderen Menschen. Dein Anliegen ist einzig, dass Freiheit entsteht, dass du frei bist, neu zu handeln, klar zu entscheiden, im Raum der Liebe, dass du gut in dir sein kannst. Dies ist dein Anliegen, dies ist dein Werk. Setz dich jetzt hin und stell dir vor, dass der Mensch, mit dem du etwas klären und bereinigen willst, dir in einigem Abstand gegenüber sitzt. Du handelst aus deiner Seelenebene. Du sitzt entspannt und aufrecht und verbindest dich auf deine Weise mit dem Herzen der Erde, wo die Liebe und Kraft in dir emporsteigt. Und du verbindest dich auf deine Weise mit dem Herzen des Himmels, wo das göttliche Licht in dir herabfließt. Und beide Ströme verbinden sich in deinem Herzen, so dass es weit und in der Liebe geöffnet ist, bereit für dein Werk. Dann erklärst du deine Absicht. Ich bin das. Ich bin. Und Kraft dieses Bewusstseins in Klarheit und Liebe entscheide ich jetzt die Beziehung, das Beziehungsmuster mit bis in den letzten Winkel zu bereinigen, sodass sämtliche schädlichen Verstrickungen und alle unguten karmischen Verbindungen gelöst werden, sodass jede dichte, schwere Energie hochschwingend gewandelt wird, sodass ein weiter Raum der Offenheit und Freiheit entsteht, aus dem Neues erwachsen kann. Zum höchsten Wohle aller, der Freiheit der Seelen gemäß. Und so rufe ich jetzt dich, machtvoll lodernde violette Flamme, Flamme der Reinigung, lodere, lodere, lodere in Form einer liegenden Acht zwischen mir und verwandle, verwandle, verwandle jede disharmonische Schwingung in Licht, bis es dem höchsten Plan entspricht. Folge nun mit deinem Bewusstsein dem Feuerfluss der liegenden Acht um euch herum.
sie, wie jeder von euch in seiner Schlaufe ist und wie die Feuerzungen sich zwischen euch kreuzen und fließen. Und sei gewiss, dass alle Beziehungsmuster, schädlichen Verstrickungen, energetischen Schnüre aufgelöst werden. Das große Reinigungs- und Befreiungsmantra begleitet dich dabei. Om Triambakam Yajamai Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukkameva Vandanam Mrityor Mukshya Mamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Om Triambakam Urvarukkameva Vandanam Mrityor Mukshya Mamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukkameva Vandanam Mrityor Mukshya Mamrita Om Triambakam Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Urvarukkameva Vandanam Mrityor Mukshya Mamrita Mrityor Mukshya Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Mrityor Mukshya Mamrita Urvarukkameva Vandanam Mrityor Mukshya Mamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Om Triambakam Yajamahe Mrityor Mukshya Mamrita Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukkameva Vandanam Om Triambakam Mrityor Mukshya Mamrita Om Triambakam Yajamahe
Gandhim Pushti Vardhanam Mrityor Kshamabhritat Urva Rukkameva Vandhanam Mrityor Mukshya Om Triambakam Yajamae Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukkameva Vandhanam Mrityor Mukshya Mamritat Om Triambakam Yajamae Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukkameva Vandhanam Urvarukkameva Vandhanam Sugandhim Pushti Mrityor Mukshya Mamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Om Triambakam Yajamahe Urvarukkameva Vandhanam Mrityor Visualisiere jetzt, wie blaues Licht um euch herum fließt, in Form der liegenden Acht, wie die Situation jetzt entspannt ist und Frieden in dir ist. Genieße diesen Fluss des entspannenden blauen Lichts, solange es dir gut tut. Verneige dich als Zeichen deines Respekts vor dem anderen Menschen. Danke den Kräften der Reinigung, der violetten Flamme. Nimm einige tiefe Atemzüge. Atme bewusst Freiheit ein und aus. Danke für dein Werk.